künstliche Bankberater von gestern? Nein, natürlich nicht now. Der Zweck der künstlichen Intelligenz besteht darin, den Menschen zu unterstützen, aber nicht ihn zu ersetzen. Sprichst du von einer symbiotischen Beziehung? Ganz genau. KI-Systeme müssen gemeinsam mit den Bankberatern entwickelt werden, die über langjährige Erfahrung in den Tätigkeitsbereichen verfügen. Und schlussendlich sollen diese KI-Systeme den Bankberater unterstützen und die Aktivitäten erleichtern. Hast du mal ein Beispiel, ganz konkret? Stellen wir uns mal vor, ein ganz normales Beratungsgespräch bei einem Finanzdienstleister. Eine virtuelle Bankberatung rund um die Uhr? Ganz genau. Mit RoboAdvisory haben wir heute schon die Möglichkeit, Anlageprodukte rein virtuell abzuschließen. Allerdings kann man da noch nicht wirklich von Bankberatung sprechen. Was ist die Benchmark? Maßstab ist der erfahrene und erfolgreiche Bankberater aus Fleisch und Blut. Er ist in der Lage, eine persönliche Beziehung zum Kunden aufzubauen, Informationen wahrzunehmen, Bedürfnisse zu erkennen und im Dialog die richtigen Antworten mit dem Kunden zu finden. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Bankberater durchläuft einen langen Ausbildungsweg und erst dann darf er den Kunden umfangreich beraten. Müssen wir Roboter auch die Schulbank drücken? Absolut. Zunächst wird künstliche Intelligenz mit Grundfunktionalitäten ausgeliefert. Gesichter erkennen, Sprache verstehen. Du hast ein riesengroßes Gedächtnis und du bist in der Lage, mit deinen Algorithmen schnell und gezielt Informationen abzurufen. Und was müssen wir noch können? Neben diesen Basisfunktionalitäten musst du dir natürlich Fachwissen und Geflogenheiten aneignen. Was steht auf dem Lehrplan? Zunächst mal brauchst du Fachexpertise für Wirtschaft und Banken. Darüber hinaus musst du die Bankprodukte kennen, die Kunden und die Märkte. Risiko und Regulatory ist ein wichtiges Thema und am Ende des Tages musst du natürlich auch Verkaufsexpertise haben. Mir qualmt jetzt schon der Kopf. Keine Frage, die Ausbildung ist anspruchsvoll. Aber du musst keine Angst haben, wir werden dich schon nicht ins kalte Wasser schmeißen. Wir gehen schrittweise vor. Zunächst unterstütze den Bankberater. Einfach hands-on und nach wirst du dein Wissen ausbauen und am Ende kannst du auch eigenständig agieren. Ist Banking in der Zukunft Technologie oder bleibt Banking Mensch? Now, es ist beides. Der Bankberater ist der Coach für die künstliche Intelligenz. Er muss die Kontrolle über die virtuelle Bankberatung stets behalten und er wird auch in Zukunft anspruchsvolle Beratungsgespräche persönlich durchführen. Werden wir nicht bei jedem Kundenkontakt ein bisschen klüger? Definitiv ist das so. Aber für die Gestaltung von Beratungsinhalten ist Kreativität gefordert. Und das ist die schlechte Nachricht für dich. Kreativität ist eine Eigenschaft, die wir der KI bisher nicht zurechnen können. Wer weiß, was ich noch alles lerne? Wer weiß. Da hast du natürlich recht. Und was sagen die Kunden dazu? Zunächst muss natürlich das Vertrauen der Kunden in die künstliche Intelligenz gewonnen werden. Und daher wird der Bankberater die KI auch im ersten Schritt im Hintergrund nutzen. Aber schon bald wird er sie offen in Kundengesprächen einsetzen. Und sobald du eigenständig agieren kannst, kann der Kunde sie rund um die Uhr und an jedem Ort nutzen. Glaubst du wirklich, der Kunde wird mit mir über seine Finanzen sprechen? Da bin ich mir sogar ganz sicher, denn schon heute nutzen unsere Kunden Alexa, Siri und Google Home. Von daher ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis sie mit ihrem virtuellen Bankberater über ihre Finanzen sprechen. Die Kollegen habe ich neulich in einem Deutschsprachkurs getroffen. Siehst du, es ist wichtig, dass die KI voneinander lernt. Und für Banken ist es essentiell, dass sie sich mit dem Thema künstliche Intelligenz vertraut machen. Denn die künstliche Intelligenz wird eine zentrale Rolle bei der zukünftigen Optimierung der Prozesse in Banken spielen. Danke für dein Vertrauen. Sehr gerne.